Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Avatar Frontiers auf Pandora. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Ich schaue jetzt gerade hier vorne. War doch irgendwie ein Eingang, ein Weg in die Zuflucht. Da ist was. Kann das wahrscheinlich nicht einfach berühren und komm rein, oder? Nein, es muss woanders reingehen. Okay. Aber hier geht doch ein Weg nach oben. Ah, wahrscheinlich von oben irgendwo. Ah, wer ist denn da? Okay, mal gucken. Hey, was machst du hier? Hast du dich verlaufen? Ich suche nach Anufi. Du bist leider umsonst so weit gereist. Satne sagte, dass sie hier lebt. Ich suche die Heilerin Anufi. Unsere Zahi empfängt in letzter Zeit niemanden. Mokasa verbietet es. Ich bin hier, um mich um sie zu kümmern. Ich möchte nur mit ihr sprechen. Meine Leute brauchen Hilfe. Ich habe deine Zeichen gesehen. Vielleicht macht sie eine Ausnahme, wenn du dafür ihr hilfst. Ich versuche es. Wie komme ich rein? Sie hat eine Barriere aus Pilzen erschaffen und sie hat ihren Eingang verborgen. Ich kann dir nicht helfen, aber ich halte dich auch nicht davon ab, sie zu finden. Okay. Ich weiß gerade noch mal, der Hawk macht die ganze Zeit diese Geräusche. Diese Pflanzenbarriere. Wie die in der Kolonie. War da nicht irgendwas mit dem Nervensystem von den Pflanzen? Da habe ich das jetzt falsch im Kopf. Könnte sein. Okay, jetzt schaue ich mir gerade, ob ich hier irgendwas habe, was in der Nähe ist. Nö. Na, Moment mal. Ja. Oh, eins, das ist es. Muss die anderen finden. Zwei. Wenn ich es richtig sehe, ist einer da drüben, oder? Oh ne, sag nicht, da sind so viele. Das sind ja extrem viele, werden das ja. Obwohl, es hält sich im Rahmen. Okay, da irgendwie hochkommen. Vielleicht einfach hüpfen, oder? Ja, schauen, wie komme ich hier auf den Stein hoch? Vielleicht hier? Ja, ziemlich. Weiß zwar nicht, ob das der richtige Weg gewesen wäre, aber gut. So. Gut, da ist noch einer. So, und dann noch die andere Richtung. Ist das schon offen? Nee. Also da läuft noch mal eins lang und da drüben. Gar nicht so wenig. Schon mal parallel, was ich essen kann. Eine RDA-Ration und ich brauche mal wieder meine Heilungsteile. Jetzt schaue ich erstmal hier lang. Also, das geht hier hoch. Ah, hier. Rühren. Gut. Und dann da drüben noch das gleiche. Systemupdate. Warte. Ja, das müssen alle sein. Glaube ich, hoffe ich. Ah. Nimmt gerade noch einen Pfad auf. Aber es dürfte eigentlich das gewesen sein, was noch gefehlt hatte. Hoffe ich. Das hat wohl geklappt. Super. So, und sie ist da jetzt in der Zuflucht. Okay. Nett. Was war denn hier so? Ah, die Pilze. Ist das? Das ist ein... Ach, eine Werkbank, okay. War ich gerade nicht. Mal mit, was ich hier so finde. Oh, Kräuterkundler-Manschette.
72. Okay, meine ist tatsächlich besser. Moos wollte ich dann auch nochmal und so weiter holen. So, jetzt schaue ich mal da unten. Im Kochen. Wo ist sie denn? Ach ja. Oh, sie hört mich gar nicht kommen. Anufee? Tritt ins Licht, wo ich dich sehen kann. Du sollst die beste Heilerin der Kametire sein. Lügen. Ja, das Heilen hat mich einst vergnügt. Und mir Macht verliehen. Die Macht zu verletzen. Diese Hände sind der Beweis. Und ein kleines Ding wie dies, es sollte heilen, brachte aber nur Schaden. Und der Nebel hat deine Leute. Was hast du getan? Kind. Ich habe euch getötet. Nein, das waren die Himmelsmenschen. Nein, ich war es. So viele Tote schon. So gefährlich. Ich kann nicht riskieren, zu versuchen, noch mehr Unschuldige zu heilen. Aber sie sterben ohne deine Hilfe. Dann sterben sie. Okay, das ist jetzt nicht hilfreich wirklich, aber einmal raus hier und kurz mit Noor telefonieren. Ja. Hast du sie gefunden? Ich habe mit der Zahi Anufi gesprochen. Nicht leicht. Wie gesagt, sie sind sehr scheu. Nicht nur das. Etwas geht hier vor sich. Sie ist verwirrt. Sie gibt sich die Schuld am Tod der Sarentu. Kann das sein? Das ergibt keinen Sinn. Was hat sie noch gesagt? Dass sie uns nicht helfen kann und wir im Nebel irren. Ich weiß nicht. Vielleicht verbergen sie etwas. Niemand will mir helfen. Alle wirken ängstlich. Warum meinte Alma, wir könnten ihnen nicht trauen? Die Kametire waren immer gut zu uns. Es fühlt sich nicht richtig an. Es muss doch noch andere geben, die uns helfen könnten. Da ist Anufis Wächterin. Sie hat mir geholfen. Mal sehen, was sie sagt. Ach, da mit ihr. Jetzt schaue ich nur gerade mal, was ist denn da unten? Jetzt gerade da. Ah, okay. Zum Anschauen, so, dann kann ich jetzt mit ihr reden. Bin ich ja schon richtig gegangen, cool. Warum wollte Anufi mir nicht helfen? Als Heilerin? Anufi ist beunruhigt. Sie braucht Zeit. Ich habe keine Zeit. Die Himmelsmenschen haben angegriffen, getötet, verletzt. Bitte. Ich weiß nicht mehr weiter. Niemand darf von meiner Hilfe wissen. Es gibt noch einen Heiler. Sein Name ist Siul. Wo finde ich ihn? Kräuterkunde ist verboten, aber Siul macht weiter. Verboten? Ich hörte, ihr seid bekannte Kräuterkundler. Finde ihn. Er kann es erklären. Ich kann nicht helfen, wenn ich nicht weiß, was los ist. Sprich mit Siul. Die Kräuterkundler leben in den Höhlen. Er müsste dort sein, auch wenn ich ihn lange nicht gesehen habe. Mehr weiß ich nicht. Bitte geh. Verstehe. Danke. Ich wünschte, die Leute wüssten, wie Anufi leidet. Die Handwerke der Kametire können dir aus deinem seltsamen Gewand... Ja. Gut, nicht schlecht. Was ich jetzt noch machen möchte ist, ich glaube, ich habe es ja eigentlich gelernt. Und zwar mit Hawk. Fische angeln. Luftfischen. Ein Ikrin fängt Fische, wenn sie sich über tiefem Wasser fliegt. Fische stellen Energie wieder her. Ja. Oh, ich habe 5 Fähigkeitspunkte. Ab hier rüber.
So, Heilungsbeutel um 1 erhöhen. Nur, was fehlt noch? Ah, allgemeine Gesundheit erhöhen. Um 120 erhöht, okay, das war nochmal. Und ist auch okay, ich sammle mal weiter die Punkte hierfür. Hawk, kannst du jetzt einfach fischen gehen? Wir brauchen eher tiefes Wasser, ne? Ich möchte es gerne einmal sehen, wie er hier so ein Fisch angelt. Aber es ist schon cool hier. Es ist schon echt ein hübsches Spiel. So, jetzt gucke ich mal kurz. Ich glaube, ich habe die Quest gar nicht ausgewählt, oder? Ne, verfolgen. Wo ist das? Da oben. Okay, ich sehe quasi, was da auf dem Weg so ist. Ja, dann mal umdrehen. Nein, wo muss ich hin? Moment, ich setze mir mal kurz einen Wegpunkt. Achso, die Höhle, die Höhlen, da kann ich einfach schnell hinreisen. Achso, ja, also. Oh, ich habe ja noch ein bisschen Energie. Muss dann mal vielleicht eine Folge jagen gehen und so Zeug, aber. Es gibt noch einen Heiler, Siul. Wird er helfen? Hoffentlich. Niemanden. Immer noch nicht hier. Habe ich jetzt das Gespräch verpasst, dadurch, dass ich die Schnellreise gemacht habe? Das wäre ja echt doof. Wollte einfach nur ein bisschen Weg sparen. Ist hier die Richtung? Vielleicht. Ah ja, innerhalb des Questgebiets. Hallo? Siul? Siul? Nor? Ich bin in Siuls Werkstatt. Sie ist verlassen. Es hat vielleicht zu tun mit... Kamel-Tiere verschwunden. Glaubst du, es ist der Jave? Ich sehe mich mal um. So nicht. Mal kurz. So nicht. Üben ist er wohl. Versuche Bild einer Schlucht. Was kann ich das jetzt verbinden? Stimmt? So nicht. Sieht falsch aus. Das mit dem hier? Nein, nicht jetzt. Okay. Okay, es gibt drei Hinweise. Das hat vielleicht zu tun mit... Besuche Ableger des kranken Augendorns. Okay, womit könnte das zu tun haben? Das ist das eine. Ah, Knospenwächter, ne. Normalerweise ist es ja alles hier so. Ich weiß es nicht, kann ich jetzt einfach hier den Hinweis hier wird verbinden? Wo sind sie hin? Meine Kleinen. Nee. Wer denn? Das wäre falsch. Ich guck mal hier hin. Okay, jetzt glaube ich wieder ein bisschen raus. Normalerweise sind die Hinweise ja immer direkt hier. Was übersehe ich gerade? Hier ist Augendorn. Aber er sieht anders aus. Krank. Oh, gerade, also das ist ja nicht das erste Mal, dass ich Hinweise verbinde. Das ist auch das erste Mal, dass ich nicht offensichtlich sehe, mit was. Das ist... Riecht nach Augendorn. Ah. Eine Zeichnung. Das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Schlucht. Dieser Ort muss Siul etwas bedeutet haben. Ich glaube, Siul versucht etwas daraus zu machen. Aber was noch? Okay, ich habe den einen richtig verbunden anscheinend. So, was hat's mit der Zeichnung auf sich? Ja, das sieht wieder nach Quest aus da unten.
es müsste doch eigentlich hier naheliegend sein. Vielleicht später. Aber was noch? Kalu spricht weiter von Kämpfen. Hatten wir nicht genug davon? Das ist schon weit weg. Ne, das sehe ich auch nix. Moment. Ah, hier, die Abdrücke. Eine Zeichnung einer Schlucht und Farbmarkierungen. Wollte Seul, dass man ihm folgt? Ah, jetzt habe ich es geschafft. Ah ne, mir fehlt noch einer. Seul will etwas mischen. Anufis Wächter sagte, die Kräuterkunde ist verboten. Vielleicht konnte Seul es nicht mehr verbergen. Also ging er zur Schlucht. Dort könnte es auch Augendorn geben, wenn es nahe dem Yavin ist. Ich suche es. Okay, geschafft. Gut, finde die Schlucht und alles sowas. Okay, perfekt. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.